Herzlich willkommen hier aus dem Studio des offenen Kanals. Das Jahr geht zu Ende und damit auch ein großes Projekt, das über das ganze Jahr 2012 mit vielen Partnern hier im offenen Kanal gestemmt wurde. Im Rahmen des lokalen Aktionsplanes hat der offene Kanal mit den Partnern der Ostthüringer Zeitung, mit dem Partner Radio Lotte aus Weimar und mit vielen, vielen anderen, die uns hier unterstützt haben, versucht, das Thema Integration, Zusammenleben in dieser Stadt mit verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Wir haben versucht, Kulturinseln zu schaffen. Und eine kleine Kulturinsel, wenn man das so bezeichnen kann, soll heute Abend nochmal diskutiert werden. Vielleicht ist es ja noch gar keine Kulturinsel, aber es kann zur Kulturinsel werden, wenn wir das Oberthema Integration drüber schreiben. Und um nicht allgemein wieder das Thema zu beantworten oder Fragen zu stellen oder Probleme aufzuzeigen, haben wir das ganz konkret an der Ostschule mal ausprobiert. Die Ostthüringer Zeitung hat hier ein Projekt initiiert, hat mit Schülern gesprochen. Wir haben den Schulleiter da, dazu gleich mehr. Ich darf Ihnen erstmal die Gäste heute Abend vorstellen. Hier rechts neben mir, herzlich willkommen, Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung, Herr Erzigkeit. Herzlich willkommen. Wir werden gleich mal über das Projekt sprechen, was Sie sich da als Ostthüringer Zeitung auch auf die Fahnen geschrieben haben und vielleicht auch die Frage diskutieren können, ob Sie als professionelle Journalisten da noch mehr Wege sehen, sich in diese Diskussion, in die Information mit einzubringen. Links neben mir, Herr Voigt, Schulleiter der Ostschule hier in Gera, Regelschule und natürlich auch nicht nur als Schulleiter aktiv, sondern auch in vielen, vielen Bereichen zu Hause und seit, kann man sagen, seit den 90er Jahren intensiv mit dem Problem Integration, aber auch mit der Chance Integration beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Voigt. Und ihm zur Seite mir gegenüber sitzt Herr Hettich. Herr Hettich ist Schulelternsprecher der Ostschule, aber auch gleichzeitig Kreisschulelternsprecher hier für Gera. Herr Hettich, bei Ihnen wird es sicher interessant sein, mal zu hören, wie reagieren Eltern auf Probleme oder aber auch auf gelungene Dinge, die es in der Ostschule gibt. Oder gibt es vielleicht etwas, was an der Ostschule geschieht, auch für Gera schulübergreifend Impulse, die Sie in andere Kreise mitnehmen können. Das alles werden wir sprechen. Vorgeschichte vielleicht, Frau Montiano, die Journalistin hier in Gera von der Lokalredaktion, war in der Ostschule. Sie saßen selbst mit dabei in einer 10. Klasse und dort wurde man versucht zu diskutieren oder die Schüler sollten ihre Meinung zu bestimmten Aspekten loswerden, aber auch Fragen stellen oder Unsicherheiten äußern. Der Reigen war von dem Wissen über Rechtsradikalismus bis hin aber auch zu Rassismus, Alltäglichkeiten in Gera und eigener Erfahrung des Fremdseins als deutsche Kinder. Wir haben für den Einstieg in unsere Diskussion aus dieser anderthalbstündigen Diskussionsrunde mal einen kleinen Beitrag schon zusammengeschnitten. Den schauen wir uns mal an, diesen sogenannten Clip 1, so wie wir ihn benannt haben. Und da geht es darum, welche Facetten von rechts sind den Schülern denn bekannt und woher stammt ihr Wissen oder wünschen sie sich noch mehr Wissen? Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Deutschland ist ein sehr tolerantes Land heutzutage, sehr liberal und wir sind ja auch gerade das finanzierende Ostschule. Ich meine, wir sind sehr gemischt, wie man sieht, und damit hat keiner mehr ein Problem. Wir verstehen uns alle gut. Und ich bin einfach der Meinung, dass man über Rechtsradikalismus, dass man eben das nicht irgendwie versuchen sollte, dagegen zu protestieren einfach und zu sagen, das ist falsch, sondern viel wichtiger ist eigentlich eine umfassende Information darüber, dass man alles darüber genau weiß, dass man sich selber in seinem Kopf eine bestimmte Meinung bilden kann. Das einfach jetzt versuchen zu verbieten oder dass man nur sagt, das ist schlecht, das bringt nichts, weil selbst wenn man sowas verbieten würde, würden solche Parteien oder Gruppen dann im Untergrund arbeiten, sage ich mal, da hätte man vom Staatsorgan überhaupt keine Möglichkeit, das mal zu kontrollieren. Anfang des Jahres war ja auch am Bahnhof war auch eine Demonstration, da kam es aus Dresden und überall die Nazis her. Da bin ich da aufgegangen und habe mir das angeguckt, da standen 500 Leute, haben da ihren Fahnen geschenkt und alles. Wir hatten auch jemanden mit Immigrationshintergrund in unserer Gruppe dabei gehabt. Wir kommen gerade auf den Bahnhof an und da zeigen sich schon alle mit dem Finger auf ihn. Das finde ich vom Prinzip her erstmal totaler Mist, weil die Kinder zwar als Äußere gutachtet und beurteilt, aber die können nicht das sehen, was in den Menschen drin ist, was im Endeffekt
was den Menschen richtig ausmacht. Eine Überfremdung gibt es überhaupt nicht. Wenn wir in Deutschland keine Migranten hätten, würden wir wahrscheinlich in knapp 30 Jahren überhaupt nicht mehr als Staat existieren. Das muss sich komplett auflösen. Ich meine, wir brauchen auch ausländische Arbeitskräfte und wenn sie qualifiziert sind, ist auch kein Problem dabei, dass sie hier nach Deutschland kommen, nochmal eine Ausbildung erhalten, dann hier vollwertig arbeiten können. Man sollte halt nur ein bisschen unterscheiden, kommt jetzt derjenige her aus dem Ausland und kann das fürs Land machen? Oder sagt er, ich komme jetzt hin und im halben Jahr hole ich mir eine ganze Familie nach. Weil man sollte immer unterscheiden, was bringt es jetzt für das Land, für Deutschland? Weil kann der ordentlich arbeiten, ist der qualifiziert, dann macht er ja was. Mhm. Es hat niemand damit ein Problem, kann freundlich sein, alles Mögliche. Aber es bringt dem Land nichts, wenn er jetzt die ganze Familie nachholt, weil die bringt Deutschland ja nicht wirklich was. Für eine umfassende Aufklärung wäre es vielleicht wichtig, dass man auch was im Unterricht mit einbaut. Gerade in den Fächern, zum Beispiel die Sozialkunde, was sich halt mit Politik beschäftigt. Auch mit sowas beschäftigen sollte und dass man dafür ein bisschen mehr Zeit aufwenden sollte und das ein bisschen näher erklärt. Alle wichtigen Fakten reinbringt, die zu wissen sind und auch mal sagen, es gibt auch sowas wie Informatikunterricht oder Computerkunde, dass man da einfach mal. So auch, mehr Inhalte. Ja, dass man auch gerade durch Geschichtsunterricht und irgendwas in Richtung, dass man auch auf Webseiten aufmerksam macht im Internet, die rechtsradikale Inhalte vertreten. Letzten zwei Schuljahr kommt sehr vieles davon mit dem Geschichtsunterricht dran. Man erfährt über das Internet auch sehr viel. Auch immer wenn diese Nazi-Konzerte sind in Gerhards, wird immer irgendwo gepostet oder wird irgendwo veröffentlicht, wann das ist. An so einer Schule war mal ein älterer Herr mit seinem Sohn oder seinem Enkel sogar und hat uns besucht. Und er war Flüchtling in Deutschland und also zu der Kriegszeit noch. Und da hat uns da Sachen erzählt, wo ich dann wirklich dann fast zu Tränen kam. Weil der hat beide Arme bei vollem Bewusstsein abgehackt. Und all solche schrecklichen Sachen. Ich bitte die Tonqualität etwas zu entschuldigen. Die Clips sind noch nicht ganz fertig, ist alles noch in Bearbeitung, aber wir haben gedacht, vielleicht gerade für diese Sendung wäre es ganz gut, schon die ersten Reaktionen der Schüler hier mit in die Diskussion reinzunehmen. Und Herr Voigt, gleich meine erste Frage. Ich habe schon angedeutet, seit Anfang der 90er versucht die Ostschule mit dem Phänomen vielleicht auch so eine Wellenbewegung von verschiedenen Erscheinungen, die unter den Schülern sich breit machen, umzugehen. Es gab also mal Bestrebungen Anfang der 90er Jahre, dort von der Nachwuchsorganisation der NPD stärker aktiv zu werden. Da sind einige Schüler auffällig geworden, bis hin, dass sogar die Bild-Zeitung mal drüber berichtet hat. Also so ein Ausreißer nach oben, also so eine Stigmatisierung auch durch Schule. Wie hat sich die Situation entwickelt oder sind Sie immer noch auf der Suche nach Strategien oder haben Sie jetzt so ein Methodenkonzept in der Hand, wo Sie sagen, ja, das funktioniert so, gehen wir damit um? Ja, also erstmal bin ich sehr froh darüber, dass über dieses LAP-Projekt unter Einbeziehung meiner Schule mal die Möglichkeit besteht, eine Meinungsumfrage durchzuführen. Ich freue mich darüber, dass die Schüler meiner Schule in einer offenen, ehrlichen Art und Weise Rede und Antwort stehen, da auch nicht hinter den Berg halten. Weil wir letztendlich als Schulleitung, als Lehrerkollegium über solche Formen auch die Möglichkeit erhalten, da vielleicht Einfluss an der Stelle zu nehmen, wo er von den Schülern gebraucht wird und wo er sich von den Schülern ein bisschen gewünscht wird. Ich kann also sofort die Botschaft mitnehmen, dass wir als Lehrerkollegium den Schülern helfen sollen, helfen müssen oder auch können, sich in dem Wirrwarr von Informationen zurechtzufinden, helfen sollen, bestimmte Dinge besser interpretieren zu können und vielleicht auch noch ein bisschen uns mehr engagieren, noch ein breiteres Spektrum an Formen zu finden, wo die Schüler gemeinsam über bestimmte Aktionen, über bestimmte Projekte noch weiter zusammenraufen, sich was für die Arbeit in der Schule und für Persönlichkeitsentwicklung sehr gut ist. Vielleicht das Wirrwarr, gleich mit Herzlichkeit, so ein kleiner Wunsch von den Schülern, jetzt sicher auf den Schulalltag ein bisschen mehr im Geschichtsunterricht, vielleicht mit dem Informatikunterricht im Internet jetzt sich zu informieren. Also da steckt dahinter, wir wollen mehr wissen, wie kann man
erkennen, was so rechts ist? Oder wo steht, ist da eine Chance auch so für die Ostthüringer Zeitung jetzt da zu sagen, wir legen mal Projekte auf mit Schulen vielleicht und helfen euch, das so professionell zu hinterfragen oder an Informationen zu kommen, dass es eben nicht dieser Wirrwarr ist, der scheinbar ist. Denn ich kann mir vorstellen, auch Lehrer sind nicht immer sozusagen dann die Profis auf dem Gebiet. Wie sehen Sie die Situation? Da muss ich mich zunächst Herrn Feind anschließen, dass solche Projekte uns Informationen und Auskunft geben, wie die jungen Leute denken und wie sie fühlen. Wenn man selbst keine Kinder hat, die in diesem Alter sind, erfährt man sowas in der Regel ja gar nicht, wie die über die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie leben, denken und wie sie sich darin zurechtfinden. Ob eine Tageszeitung in dieser Beziehung aufklärerisch sein kann, wie Sie das gefragt haben, Herr Gabstein, das ist schwierig. Wir können ja nicht jeden Tag bestimmte Informationen wiederholen, damit sie sich einprägen. Was eine Tageszeitung in dieser Richtung leisten kann, ist erstmal tatsächlich Informationen über intolerante Strukturen in der Gesellschaft offenzulegen. Und ich denke, das ist gerade in den vergangenen Wochen aus dramatischen Anlass wegen der Schandtaten der NSU auch sehr ausführlich geschehen. Und sie kann auf der anderen Seite dazu beitragen, durch Berichterstattung und durch Themensetzung ein offenes Klima in der Gesellschaft zu erreichen. Das ist eigentlich das, was die Medien am besten leisten können, ein offenes, tolerantes Klima zu schaffen. Konkrete Wirkung im Einzelfall können Medien kaum entfalten. Also das gedruckte Wort oder auch das gesprochene Wort wirkt nicht eins zu eins. Also wenn wir Appelle und Aufrufe, das wird mir die Lehrerschaft recht geben, wäre schön, wenn die dann eins zu eins auch wirken würden, wenn wir sagen, tu das nicht und der Mensch, das Kind ohnehin nicht, richtet sich nicht eins zu eins. Vielleicht danach. Kann ja so ein Appell oder so ein offenes Wort bei den Eltern dann Widerhall finden, Herr Hettig. Wenn Sie das jetzt so hören, auch was wir gerade im Ausschnitt gehört haben, dass so ein bisschen eigene Vorstellung, aber wenn man mal von dem Wunsch nach Informationen ein bisschen abgeht und davor wurde ja auch gesagt, naja, schön, gut, ne, aber dann sollen sie sich ja auch nützlich machen. Also es ist ja schon, da steckt ja schon was drin, was Schüler vielleicht aufschnappen, wiedergeben und selbst noch nicht reflektieren können. Aber wenn Herr Erzigkeit sagt, ja, wir können bestimmt partiell auf bestimmte Dinge hinweisen, dann liegt es ja eigentlich an der Elternschaft zu sagen, wir nehmen die Hinweise auf und entlasten die Schule ein Stück. Ist das möglich oder ist das eher eine Wunschvorstellung? Ich muss mal sagen, der Informationsfluss zu den Eltern, der müsste eigentlich noch stark angeschoben werden, weil man ist etwas reserviert. Von wem zu wem? Von der Schule zu den Eltern. Sag mal, weil der Informationsfluss über die Schüler ins Elternhaus ist eher, sag ich mal, aus eigener Erfahrung kommt wenig rüber. Man muss eben, sag ich mal, sagen, viele Eltern gezielt die Schüler fragen, die Kinder, und er müsste, sag ich mal, in der offenen Veranstaltung, ich weiß aber auch nicht, ob das auch von der Elternschaft angenommen wird, dass man mal so eine Veranstaltung macht und mal einlädt und das Projekt mal vorstellt. Weil es gibt eben immer noch die Vorurteile, sag ich mal, den ausländischen Mitschülern gegenüber, das merkt man der Elternschaft viel, dass man sich eben von der Sache abwendet und sagt, das ist nicht unser Ding. Wer ist also da auch eine Aufgabe in der, nicht nur in der Schulelternschaft, sondern auch hier als Kreiselternsprecher, haben Sie da auch eine bestimmte einen Blick in andere Schulen mit hinein, auch so eine Aufgabe zu stellen, sozusagen aus der Schule heraus, nicht das auf die Ostschule als Projektschule jetzt mal für dieses Projekt betrachtet, sondern für die ganze Stadt Gera so mal zu thematisieren. Ist das, verstehe ich das richtig, so dass Sie da? Das ist sicherlich auch eine Sache, die man machen könnte. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, an der Ostschule wäre das auch mal eine Sache, wo man mal drüber reden müsste. Also das als Anfangspunkt hier zu nehmen, diese, dass man mal eine Informationsveranstaltung macht und so ein Projekt mal darstellt. Für die Eltern auch. Dass alle Eltern mal wissen, was da überhaupt getan wird. Ich meine, es ist schon eine wichtige Sache, dass die Schulbildung der ausländischen Schüler oder die jetzt in Deutschland irgendwann mal leben wollen, dass die eine ordentliche Schulbildung haben und vor allen Dingen die Sprache ordentlich rüberkommt. Denn man merkt es ja später im Beruf selber, wenn jetzt Leute in der Ausbildung sind, die Sprachprobleme haben oder so, die sind eben immer, sage ich mal, irgendwo außenstehend. Das ist leider so. Herr Freund, wie gehen Sie mit so einem Wunsch um? Also ist das wieder eine
zusätzliche Aufgabe, wo Sie sagen, ja, wir kümmern uns schon um die Schüler, wir müssen aber auch schon die Defizite der Elternhäuser mit aufnehmen und jetzt sollen wir auch noch Aufklärung für die Elternhäuser betreiben. Also eigentlich ist die Schule jetzt sozusagen in die Rolle gedrängt, wir organisieren die Gesellschaft. Ich denke, das kann man nicht so pauschalisieren. Ich habe den Wunsch schon verstanden vom Herrn Hettich. Wir versuchen auch über ganz, ganz viele Dinge das, was Herr Hettich angesprochen hat, ein bisschen nach außen zu tragen. Ein ganz fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist es zum Beispiel, alle die, die zu uns kommen, aus verschiedenen Nationen, so schnell als möglich bei uns zu integrieren. Hauptaufgabe ist dabei das Erlernen der deutschen Sprache. Dafür werden Kurse organisiert an der Schule, wo den Schülerinnen und Schülern sehr individuell am Anfang so im Einzelunterricht, etwas später dann in Kleingruppen, dann in etwas größeren Gruppen versucht wird, so schnell als möglich die deutsche Sprache beizubringen und zwar so beizubringen, dass sie integriert im Unterricht auch überall in allen Phasen mitkommen. Wir integrieren die Schülerinnen und Schüler von Anfang an, weil sehr viel im außerunterrichtlichen Bereich, wo die Schülerinnen und Schüler, die aus den anderen Nationen zu uns kommen, die Möglichkeit haben, wirklich das unter Beweis zu stellen, was sie relativ gut können. Damit können sie bei ihren Mitschülern punkten und damit genießen sie gleich von Anfang an vielleicht ein Stück weit Anerkennung. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man versucht, die Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen aus anderen Ländern, über Erfolge zu Leistungen zu motivieren und B, über diese Schiene bei anderen Anerkennung zu erhalten. Das machen wir zum Beispiel, indem wir sie integrieren bei unseren Fußballpokalen, die wir für die Stadt Gera organisieren, weil wir festgestellt haben, dass das fast alles Top-Fußballer sind, die zu uns kommen. Da lässt sich das sehr gut machen. Oder auch bei der Teilnahme an Wettbewerben hier in der Region oder über die Region. Jeder, der die Ostschule ein bisschen kennt, der weiß, dass wir jedes Jahr Seniorenweihnachtsfeiern organisieren und durchführen. Wir sind ja jetzt gerade wieder in der Weihnachtszeit. Dieses Jahr ist leider ausgefallen wegen dem schlechten Wetter, aber wir holen das im Januar nach. Das ist also hier auch nochmal ein Versprechen, was ich gebe. Also die Schule all entwickelt denen, sich die hier darauf, gewartet haben. Zum soziokulturellen Zentrum bis für und, das Ostzentrum. In dem Zusammenhang nehmen Schülerinnen und Schüler, die noch nicht so lange bei uns sind, sage ich jetzt mal, mit als Programmgestalter teil. Also die sind überall involviert. Und das ist eigentlich das Schöne. Und die machen das auch sehr gerne. Wir sind ja auch dreimal Europaschule geworden. Und auch da haben unsere Migrantenkinder einen ganz gewichtigen Anteil mit an dieser Geschichte. Das muss ich einfach hier mal anerkennenswerterweise so sagen. Zurzeit haben wir 35 Migrantenkinder an der Schule. Gesamtzahl von Schülern? Gesamtzahl von Schülern bewegt sich zurzeit um die 270. Das ist also ein Anteil von 20%, kann man sagen, in etwa. Und den wir in einzelnen Klassen haben. Und die kommen aus 14 verschiedenen Nationen. Und also ich bin als Schulleiter sehr, sehr froh über den Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander, über die Akzeptanz untereinander. Und ich habe auch mitbekommen, als ich in dieser Runde gesessen habe, dass der Wunsch der Kinder dahingehend besteht, dass man sich noch mehr austauscht darüber, wo liegt der Ursprung der Entwicklung, wo kommen die Kinder her, was gab es für Spezifika in den einzelnen Ländern oder Nationen, wo sie herkommen. Und das werden wir versuchen, so perspektivisch ein bisschen umzusetzen. Wir haben natürlich insgesamt ein paar Probleme, das sage ich auch, mit den Elternhäusern, dass sie sich manchmal schwer bewegen lassen, in die Schule zu kommen, an den Elternabenden teilzunehmen und dort sich in Diskussionen einzubringen. Da haben wir auch unsere Hausaufgaben zu machen, dass wir diese Schiene ein bisschen mehr nach vorn bringen. Gibt es eigentlich eine Schülerzeitung, eine Schulzeitung an der Schule? Wir haben mehrfach versucht, eine Schülerzeitung ins Leben zu rufen. Die hat auch mal von Zeit zu Zeit existiert, immer mal mit 2, 3 Ausgaben. Aber für eine Regelschule ist es ein bisschen sehr schwer zu stemmen. Auch der Elternrat hat sich da mal sehr mit eingebracht, hat so ein junges Redaktorenteam da zusammengestellt, die dann versucht haben, mal 1, 2 Ausgaben. Aber das Problem ist dann, hat man eine Zeitung, Wie verteilt man diese Zeitung? Wer bekommt so eine Zeitung? Was hat man für so eine Zeitung für Geld zu bezahlen? Herr Voigt, und so weiter. Da haben wir einen Fachmann unter uns sitzen. Herr Ärztlichkeit, wer hattest du eine Chance zu sagen, Mensch, da können wir so ein Projekt auch weiterführen, vielleicht eben
unter der Schülerschaft für die Eltern Informationen zu sammeln, das journalistisch aufzuarbeiten und die Probleme, die direkt in der Schule, aber auch die Erfolge, die Sie gerade aufgezählt haben, darzustellen. Ist das so eine Chance, wo Sie als Ostthüringer Zeitung mittun könnten? Alles, wo Zeitung davor oder dahinter steht, ist natürlich gut. Das ist, bin ich immer sehr dafür. Ich war auch einige Jahre in dem Gremium, das die Schülerzeitung in Thüringen betreut, und gab es auch einen Wettbewerb und diese Dinge, und da ist natürlich die Erfahrung, die Herr Voigt gemacht hat, die kann ich bestätigen. Das liegt auch manchmal an den Jahrgängen, an einzelnen Schülerinnen und Schülern, die über 4-5 Jahre dann an einer Schule das wunderbar gemacht haben, und wenn sie dann zum Studium oder in die Lehre gehen, wenn sie das Alter erreicht haben, dann ist da nichts nachgekommen. Aber wenn der Wunsch in der Schülerschaft an der Ostschule besteht, sich über eine Schülerzeitung zu artikulieren, da werden wir bestimmt Möglichkeiten finden, da zu unterstützen. Wir machen das ja, das sind solche Punkte, weil Sie eingangs gefragt haben, Herr Kapstein, wie kann die Zeitung auch direkt auf bestimmte Dinge einwirken. Das sind ja solche Projekte, dass wir Zeitungen in der Schule machen und solche Workshops und solche Dinge. Das sind aber eben nur punktuelle Aktionen. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Das ist auch jetzt aus den beiden Wortmeldungen hier zum Ausdruck gekommen, wie wichtig das gesellschaftliche Zusammenwirken ist zwischen Schule, Elternhaus, zwischen Vereinen, Schule, Elternhaus und dann mittendrin als Dreh- und Angelpunkt die Zeitung, die aus allen Bereichen berichtet, dazu die Öffentlichkeit herstellt. Da kann ich die Herren nur bestärken, dass hier die Anstrengungen in diesem speziellen Fall der gegenseitigen Toleranz, aber auch allgemein. Es ist ja auch, wir sprechen über integrative Fragen, aber die selben Probleme stellen sich ja im normalen Zusammenleben ebenso. Ja, die Besonderheit des Integrativen ist, dass wir bestehende Vorurteile abbauen wollen. Ja, dass wir zu einem Klima beitragen und zu einer Atmosphäre, in der man sagt, ja, da ist zwar anders, kommt auch von woanders her, ist aber ein Mensch wie ich auch, mit Stärken, mit Besonderheiten, mit Rechten, mit Pflichten und auch mit dem Recht, mal Fehler zu machen. Aber wir haben gerade von Herrn Hettich vorhin nochmal gehört, dass es selbst in der Elternschaft scheinbar sehr schwierig ist, wenn Herr Herzlich gerade auch von Vorurteilen und vom sozialen Zusammenleben spricht und wir noch gar nicht so auf die Rechte oder die andere Problematik eingehen, einfach dieses Zusammenleben zu organisieren, dass es da selbst in der Elternschaft schwierig ist, da so das zu thematisieren. Und Sie selber sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ist schwer für Sie, da das Thema mal zu setzen und die Eltern dafür zu interessieren. Das wirkt ja dann auch auf die Kinder zurück. Ja, ich muss sagen, in der Regel ist es so, jedes Elternhaus denkt erstmal an sein Kind. Und ich muss sagen, wenn man nicht direkt damit in der Umgebung lebt, mit solchen Migrantenfamilien oder so, oder damit Kontakt hat, dann ist das erstmal weit weg. Und das ist eben, sage ich mal, für die Familien teilweise was Unnatürliches. Das passt halt teilweise nicht zusammen. Man hat da wirklich Vorteile, teilweise wahrscheinlich auch aus Unwissenheit. Ich habe selber in der Klasse solche Kinder mit drin, da gibt es keine Probleme aber in der Elternschaft ist das halt, da gibt es gewisse Vorurteile. Das heißt, die Schüler in der Klasse haben Keine Probleme untereinander. Weil die miteinander den Man Tag wird verbringen, akzeptiert, es heißt denn manchmal, sie kommt halt daher, aber es wird allgemein akzeptiert, wie das so ist, der eine, andere mehr oder weniger. Aber von den Elternhäusern her ist gibt es eben gewisse Vorurteile, sage ich mal ganz einfach. Wir haben ja in dieser speziellen 10. Klasse auch die Erfahrung, die sind seit der 5. immer zusammen. Haben also schon miteinander ganz viel Erfahrung gemacht. Und ein Mädchen, das haben wir jetzt im Clip 2, werden wir uns gleich anschauen, die auch dunkelhäutig ist und die mal über ihre Erfahrungen nicht als Deutsche jetzt spricht, sondern wie ist sie in die Klasse gekommen, wie hat sich das entwickelt und wie erfährt sie ihr Leben in dieser Stadt. Das haben wir allerdings nur
schnell zusammengeschnitten. So die Aussagen, die hat sie viel ausführlicher gemacht, aber dass wir einen kleinen Einblick bekommen und danach können wir ja mal über die Aussagen reden. Herr Vollmer. Vielleicht kann ich ganz kurz noch ein paar Worte sagen, weil ich wollte mich erstmal bedanken für das Angebot. Das arbeitet schon wieder, wie wir das ein bisschen nutzen können. Wir haben ja morgen eine Pressekonferenz Anlauf Nelecom Projekt und vielleicht können wir auch in diesem Zusammenhang ein paar Schülerinnen und Schüler gewinnen, die jetzt verstärkt ein bisschen den Zeitungsleuten über die Schulter schauen, um ein paar eigene Erkenntnisse für die Arbeit in der Schule dann mitzubringen. Also das fällt mir so ad hoc, wenn Sie das so sagen, ein und ich denke, da können wir vielleicht was draus machen. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht aus diesem Clip abfahren. Ist richtig. Das muss immer gleich spontan sein. Und wenn es da mal so ein Angebot gibt, gleich und die Gedanken schon weiter, dann brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Dann läuft das auch weiter. Jetzt erstmal ein kleiner Einblick, vielleicht, ich sage jetzt mal das Wort zum alltäglichen Rassismus. Also in meiner Klasse ist okay. Ja. Kein Problem. Also da gab es noch nichts, dass nein. Euch jemand geärgert hätte, weil ihr nicht aus Deutschland seid? Also als meine Klasse? Mhm. Naja, doch schön, aber Name will ich auch nicht sagen. Nein. Aber jetzt nicht mehr, das war vorher. Ja. Wenn ich zum Beispiel was frage, im Unterricht, dann das ist wie ich nerven zu dieser Person, will ich sagen. Das ist für ihn, wie ich nerve ihn oder so, aber keine Ahnung, warum er das nicht mehr macht. Es gibt einfach zu viel Diskrimination in Gera. Ich weiß nicht, ob wo andere ist, gibt es auch. Wo anderes in Deutschland gibt auch viel Diskrimination wie in Gera. Ich denke, in Berlin oder in Erfurt nicht so sehr wie in Gera. Aber in Gera gibt es einfach zu viel. Wenn ich zum Beispiel zur Sparkasse gehe und ich will ich brauche vielleicht Hilfe, weil ich hab neues Konto gehabt und ich verstehe das noch nicht so gut. Wenn ich manchmal Hilfe brauche und ich gehe dann zu den die wollen mir nicht Hilfe, weil ich Ausländer bin. Wenn ich zum Beispiel im Bus bin, die sagen, nee, du darfst nicht einsetzen. Manchmal gibt es viel Platz und ich sage, darf ich mal bitte einsetzen? Nein, du musst instehen, bleib dort und so. Oder wenn ich aussteige im Bus oder in Bahn, du sagst mir, fick dich und so. Und manchmal, wenn ich auf der Straße laufe, die sagen, Hafer zu mir oder Neger. Und ich möchte mal bitte sagen, ich bin kein Hafer und ich bin kein Neger. Ich bin ein Mensch. Also, das will ich sagen. Ja, ich bin ein Mensch, also das will ich sagen. Eigentlich ein wunderbarer Satz, aber teilweise auch erschreckend, wenn ein junges Mädchen sagen muss, ich muss es nochmal betonen, ich bin ein Mensch. Ich bin nicht das, was ihr zu mir sagt, sondern ich bin ein Mensch. Das ist ja das, was Herr Ärzigkeit nochmal vorhin auch gesagt hat. Also es geht, auch wenn wir die Ostschule jetzt als Beispielschule mal für diese Diskussion ins Zentrum stellen, aber es geht schon um gesamtgesellschaftliches Problem. Also diese Diskussion kann nicht nur bei den Eltern und oder bei der Schule abgeladen werden, sondern hier müssen alle Beteiligten sich engagieren. Absolut richtig, Herr Grabstein. Erstmal muss ich nochmal sagen, der erste Clip und auch jetzt die eindrucksvollen Worte von den Mädchen, die haben aber erstmal gezeigt, dass es an der Ostschule offensichtlich kein Problem gibt mit der Offenheit. Also wie sich die eingangs und auch jetzt in diesem Einspiel die jungen Leute offen artikulieren, das ist schon mal, sagen wir mal, ein erster Schritt. Dass sie keine Ressentiments mehr haben, zu sagen, ich äußere mich dazu nicht öffentlich. Das ist schon mal der erste Schritt, dass es ausgesprochen wird. Was sie dann gesagt hat, die junge Frau, das ist schon, macht mindestens nachdenklich. Ich kann da aus der eigenen Familie ein Beispiel erzählen. Ich habe eine Nichte, deren Mutter ist Thailänderin. Die ist in Hessen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und als sie mich in Gera besucht hat, hat sie das erste Mal das Wort Fidschi gehört.
Das kannte sie nicht. Das ist auch, wie es diesen jungen Mädchen nachgegangen ist. Das sind so die Sachen, da denken sich die jungen Leute gar nichts dabei, wenn sie sowas machen. Aber das ist dieser latente alltägliche Rassismus, gegen den man wirklich wirken muss. Da kann man nichts erzwingen. So, wenn Sie sagen, die Eltern wollen gar nicht in die Diskussion einbezogen werden und sowas, kann man immer nur Angebote machen. Immer erzwingen kann man das nicht. Aber das zeigt uns dieses Einspiel, wir dürfen nicht nachlassen, hier Angebote zu machen, sich zu informieren und das Bild zu objektivieren. Das ist unbestritten und das ist mir schon auch jetzt wieder einsichtig geworden, dass auch die Zeitung hier immer wieder diese nicht nachlassen darf, für eine offene und tolerante Atmosphäre zu sorgen. Das ist ein langer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, das weiß ich auch. Wenn ich mich erinnere, war in der vorigen oder in der vorvorigen Woche eine Diskussion um Asylbewerber und ihre Behandlung im Landkreis Greiz. Das ist ja nicht weit von Gera, das ist ja dieselbe Region. Und wie unterschiedlich dort die Bedingungen zu anderen Unterbringungen in Thüringen sind und welche besondere Position der Landkreis Greiz da einnimmt. Da gab es zu der Berichterstattung, die OTZ vorgenommen hat, eine rege Kommentierung im Internet. Aber die ist in die Richtung gelaufen, dass wir das Forum schließen mussten. Ja, auch da hat sich gezeigt, dass immer noch viele Ressentiments da sind. Muss man sagen, im Schutz der Anonymität natürlich. Im Schutz der Anonymität, das ist nur die Besonderheit. Des Internets, dass man da nicht mit Klarnamen und mit Foto auftreten muss, sondern sich da hinter Nicknames verstecken kann. Aber die Geisteshaltung hat sich offenbart. Und ich bin schon der Auffassung, dass wir in den 20 Jahren nach der Wende, über 20 Jahre, da schon auch vorangekommen sind. Das ist, will man mich bestreiten. Aber der Prozess ist noch nicht beendet. Also wir können nicht sagen, wir sind schon ein tolerantes Gera. Wir sind sicherlich kein intolerantes Gera. Das will ich auch nicht gleich wieder überspitzen. Ja, aber der Einspieler hat es gezeigt, an der allgemeinen Atmosphäre in Gera gibt es noch viel zu arbeiten. Herr Voigt, wir haben es ja auch gerade gesehen und das stimmt ja auch ein Stück weit hoffnungsvoll. Das Mädchen schildert ja auch, am Anfang war es so ein bisschen komisch und dann hat sich das entwickelt. Und was wir jetzt nicht gezeigt haben, aber was in der Diskussion ja auch eine große Rolle spielt, wo die Schüler dann auch gesagt haben, klar, Herr Hettich hat es vorhin auch gesagt, wir haben uns aneinander gewöhnt, haben uns kennengelernt, die gegenseitigen Kulturen und das Sprachproblem hat sich verbessert. Die Schüler, die nicht aus Deutschland kommen, haben die Sprache immer besser beherrscht, sodass auch eine Verständigungsebene, auch missverständliche Worte erklärt werden konnten. Das hat sich also in dieser Klasse ja nicht mehr das Problem. Das Problem war eher außerhalb der Klasse jetzt geschildert, hier im Wortbeitrag. Ist das manchmal so auch, wo Sie dann sagen, Mensch, jetzt die Zehnten gehen ja dann wieder, ne? Jetzt entlasse ich die, ich habe gar keinen Einfluss, jetzt müssen die irgendwie selber da draußen zurechtkommen mit dem Bild, das auch Herr Ärzigkeit jetzt geschildert hat. Oder wünschen sich da manchmal so eine Fortsetzung ihrer Arbeit, die sie an der Schule leisten? Wer könnte das auch leisten? Oder müssen Sie die Schüler so fit machen, dass sie dann sagen, ihr seid jetzt so halb Erwachsene, jetzt müsst ihr euch selber durchkämpfen? Steht für euch ein? Also ich denke, so fit können wir sie nicht machen. Wir können viel mit auf ihren Weg geben. Wir können vieles mit an der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, mit den Elternhäusern zusammen, die das annehmen, die auch mit uns gemeinsam arbeiten wollen. Auch in dieser Richtung arbeiten wollen, sage ich jetzt mal. Und ansonsten, ich muss da meinem Vorredner recht geben, hier das Sprichwort, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Solche Botschaften müsste man viel öfter an die richtigen Stellen senden, weil das tut schon ein bisschen in der Seele weh, wenn junge Mädchen, die genauso fleißig sind und genauso ihre Arbeit machen bei uns in der Schule, genauso lernen und mit Hingabe dabei sind, wenn die dann solche Sätze formulieren, sage ich jetzt mal. Was mich ein bisschen gefreut hat, ist die Tatsache, das Mädchen ist auch noch nicht ganz so lange bei uns in Gera und in unserer Schule, dass sie persönlich verspürt hat, dass es Fortschritte gibt im Zusammenleben mit ihren Mitschülern. Und dass sie jetzt besser zurechtkommt. Und ich finde es auch gut, dass sie sagt, da gibt es jemanden, dessen Namen sie nicht nennen möchte, wo es noch Probleme gibt. Vielleicht
lässt sich der eine oder der andere auch mal über diese Schiene ansprechen. Deswegen fand ich das gut. Ja. Ich muss nochmal, die Eltern spielen jetzt so ein bisschen eine Außenseiterrolle. Ich weiß, dass sie ja wenig Zugriff haben jetzt auf die einzelnen Familien. Vorhin haben sie es gesagt, die denken erstmal an sich und an ihr eigenes Kind. Aber natürlich sind so Schulelternsprecher oder auch Kreiselternsprecher auch in einer besonderen Art Verantwortung, also in Zusammenarbeit vielleicht mit Schule oder mit öffentlichen Medien, das Thema doch nochmal von einer anderen Schiene aufzugreifen. Es gelingt aber scheinbar nicht. Woran kann es liegen? Vielleicht an dem, dass diese das gesellschaftliche Phänomen des latenten Rassismus immer mal, der dann in die Alltagssprache abgleitet oder kaum fassbar ist. Ne? So, wenn man ihn nicht erlebt, dann weiß man davon nicht, so wie Sie es vorhin selber geschildert haben. Fällt Ihnen da noch ein Stück Handlungsspielraum ein oder sagen Sie, wir sind eigentlich das falsche Gremium. Wir können zwar bei konkreten Vorfällen, bei Bekanntwerden was tun, aber eigentlich haben wir auf die Elternhäuser viel weniger Zugriff, als wir uns das vielleicht als Laien hier vorstellen. Ja, ich würde mir halt doch mal wünschen, dass man vielleicht doch mal eine Infoveranstaltung an der Schule macht, dass sich vielleicht doch mal ein paar Familien vorstellen können, dass man, die leben genauso wie wir. Und ich hatte ein Beispiel zum Elternabend bei uns in der Klasse von so einer Familie, die Eltern konnten halt kein Deutsch und die haben sich halt jemanden mitgebracht, der das übersetzt hat. Das fand ich fantastisch. Sie haben sich gekümmert, sie waren halt da. Was man von anderen Eltern sagen, wir haben einen Elternabend, eine Sache, 50% der Eltern sind da. Den Elternsprecher kennt man nur, wenn man Probleme hat mit dem Lehrer. Ansonsten, die Resonanz in die Gegenrichtung lässt sehr zu wünschen übrig, muss ich sagen. Es gibt wenige, die ansprechbar sind und für Sachen offen sind, mal was zu tun, aber Herr Freud ergänzt vielleicht sollte man den Eltern auch ein bisschen Mut machen. Und da meine ich jetzt die Elternhäuser der Migrantenkinder. Die gehen auch manchmal ein bisschen anders an die Sache ran. Ich denke mir, die haben manchmal auch nicht den Mut, sich an die entsprechenden gesetzlich gewählten Vertreterinnen und Vertreter zu wenden, mal mit einem Problem oder mal um Hilfe zu bitten. Die sind da doch manchmal sehr verschlossen, was auch bei schulischen Dingen der Fall ist. Und ich muss da dem Herrn Hettich recht geben. Oftmals sind es die Kinder, die bei uns in die Schule gehen, die die Übersetzung machen und den Eltern sagen, worüber wir sprechen und nicht umgekehrt. Was vielleicht in vielen Fällen die bessere Variante wäre, wenn es um Entscheidungen geht oder um andere Dinge. Also ich denke, da können wir schon noch mal ein bisschen unsere Hausaufgaben machen und vielleicht sollte man wirklich mal diesen Part überdenken, dass man vielleicht mal, so weit war ich noch gar nicht im Denken, dass man vielleicht mal eine Elternveranstaltung organisiert, wo man tatsächlich nur die Migrantenfamilien einlädt, die jetzt bekannt sind oder um mal mit denen vielleicht in einer anderen Form ins Gespräch zu kommen. Wobei, wie gesagt, wir versuchen immer, die sehr viel einzubeziehen und die, wenn ihre Töchter und ihre Söhne bei irgendwelchen Aktionen bei uns an der vordersten Front stehen, da laden wir sie schon immer mit ein als Zuschauer und da fühlen sie sich auch heimisch. Ne? Aber ich denke so, dieses vertrauensvolle Verhältnis, was wir zu vielen, vielen Elternhäusern haben, das fehlt hier auf dieser Strecke vielleicht noch ein bisschen. Also ich denke, da gibt es noch Reserven, was sich dann auch wieder positiv auf diese anderen Dinge auswirken könnte. Aber Sie haben ja vorhin selber gesagt, es ist sehr viele Nationalitäten bei Ihnen an der Schule. Ne? Was ist vielleicht das Problem, noch ein bisschen da eine Methode zu finden, das Zusammenführen, das Gemeinschaftliche ein bisschen erschwert. Aber es gibt ja 35, haben Sie vorhin die Zahl genannt, Schülerinnen und Schüler. Aber es gibt über 180 andere, also deutsche Schüler. Die könnten ja auch im Prinzip von sich aus aktiver werden. Wie ist da? Gibt es da Schulfeste oder gibt es da so von den Schülern her so Aktivitäten, sich gegenseitig zu helfen? Können Sie da was berichten oder ich weiß nicht wie? Also wir haben ja für die Freizeit verschiedene Dinge am Laufen, wo die Schülerinnen und Schüler dann bestimmte Aktivitäten zusammen erleben können. Wir sind ja auch seit Jahren bestrebt, auf der sportlichen Strecke ein bisschen was Besonderes zu tun, hatten ja damals so ein Sportkonzept entwickelt, haben in den letzten Jahren Sportklassen geführt, beziehungsweise Sportkursen an der Schule. Und wo auch diese Dinge immer eine Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das noch in dem Filmbeitrag dann zu sehen ist,
einen Klassensprecher in dieser 10. Klasse, der aus dem Libanon kommt und der also richtig demokratisch legitimiert gewählter Klassensprecher ist und die Interessen seiner Klasse vertritt, was auch, ich sage jetzt mal, ein ganz, ganz tolles Beispiel für dieses Zusammenwirken darstellt. Ne? Und der setzt sich nicht bloß für die Interessen derer ein, zu denen er sich vielleicht ein bisschen mehr hingezogen fühlt, sondern für die Interessen der gesamten Klasse. Und der hat auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung gemacht bei uns an der Schule. Herr Erzigkeit, wir haben ja im ersten Clip noch so eine kleine Aussage von dem einen Jungen, der sagt, in 30 Jahren ist Deutschland ausgestorben, wenn es keine Migranten mehr gibt. Also so ein bisschen ist aus seinem Verständnis heraus ein Plädoyer dafür, noch mehr Menschen hier bei uns zu integrieren. Das ist ja aber für Gera schon ein Problem. Wir haben ja eigentlich fast nur 1% Menschen hier in Gera, die einen Migrationshintergrund haben. Also das, was Herr Hettich vorhin sagte, ja, wenn man niemanden kennt oder nicht mit ihm zu tun hat, woher soll man dann die Probleme auch kennen? Also ist das vielleicht sogar eine Chance, mehr Migration hier in Gera zu ermöglichen? Sie haben vorhin den Landkreis Greiz kurz als Beispiel benannt, also diese Residenzpflicht für Asylsuchende aufzuheben, sie in die Gesellschaft, in die Nachbarschaft zu integrieren, um einfach mit diesen Menschen zu leben und dadurch eben auch kennenzulernen. Das ist ja für Gera mit so einem kleinen Anteil von Migranten sehr schwierig. Es gibt ja generell in Thüringen die Kommunen außer Jena mit als Universitätsstandort und sowas, ist der Anteil an ausländischen Mitbürgern ja generell nicht so hoch. Aber ich will nicht mal etwas sagen, was man vielleicht nicht ganz so ernst nehmen kann. In Gera ist man ja schon fremd, wenn man nicht aus der Stadt stammt, sondern aus Südthüringen oder aus anderen Regionen des Freistaates hinzuzieht. Das meine ich jetzt auf sympathische Weise. Der Gera braucht ein bisschen länger, bis er sich mit öffnet und seine Sympathie zeigt, aber dann umso tiefer und umso herzlicher. Und das wollte ich nur deutlich machen, dass das auch in Ländern in Gera so gehen kann, dass es eine Weile braucht. Das hat der Junge, ohne dass ich seine Gesamtäußerung jetzt bewerten möchte, schön gesagt, die Zuwanderer sind eine Bereicherung. So, in jedweder Hinsicht. Ob man sie an einen Nutzwert messen muss, das will ich nicht gleich sagen, sondern sie sind als Menschen eine Bereicherung mit ihrer Kultur, die sie einbringen, mit ihren Lebensgewohnheiten und mit vielen anderen Dingen. Und da steht nicht an erster Stelle die fachliche Qualifikation, die vielleicht einen wirtschaftlichen Nutzen für Deutschland bringt. Das wird in der öffentlichen Diskussion gern immer als Argument mit genannt, dass Deutschland auch da keinen wirtschaftlichen Schaden nimmt, wenn es Zuwanderung hat und dass mit der Zuwanderung gewisse demografische Schwächen der Deutschen ausgeglichen werden. Aber das ist für mich ein zu vordergründiges Argument. Deutschland sollte offen sein für jeden, der hierher kommen möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Da sind wir auch in einer historischen Verantwortung. Und alle Länder, die das so machen, sieht man, die entwickeln sich natürlich kulturell, nicht nur wirtschaftlich, auch kulturell nach vorn, wie die skandinavischen Länder oder andere Regionen in der Welt, die ein offenes Land sind. Allerdings auch sagen wir, das auch klar benennen, dass sie offen sind. Das redet sich ja Deutschland auch mal etwas drum herum und sagt, wir sind kein Einwanderungsland, diese Diskussion, die es über Jahre gegeben hat, aus welchen Gründen auch immer das hervorgehoben werden soll. Wir sollten eins sein und sollten sagen, alle, die unsere Kultur und unsere Lebensart gut finden und daran teilhaben wollen, sind für uns willkommen. Das ist die Chance, die wir geben. Und dass nun die Welt nicht nur aus guten Menschen besteht und dass überall auch bestimmte Dinge dann vielleicht auch mal ausgenutzt werden von Einzelnen. Das ist auch kein spezielles Problem der Migration. Das hat man im Land auch. Das Sie gerade geben, was wir jetzt nicht gesehen haben, aber in der Diskussion und später, wenn das noch
mehr zusammengeschnitten ist und präsentiert werden kann, diese Diskussionsrunde. Da kam unter anderem auch von einem Schüler ein Satz und sagte, ich bin manchmal unsicher, weil die Menschen, es gibt nicht nur gute Menschen, aber auch Menschen, die mit Migrationshintergrund sind, haben manchmal auch einen Charakter, könnte man aus der Haut fahren. Es geht also nicht um die Hautfarbe, sondern es geht einfach um den Charakter dieses Mitschülers oder des Mitmenschen. Und deswegen kann man sich auch mal darüber aufregen. Aber das wird immer gleich dann so vermischt mit jetzt ist, weil der Migrationshintergrund hat, bin ich jetzt gegen den, weil er eben aus einem anderen Land kommt. Und da fühlen sich die Schüler auf der Suche, wie soll ich mich jetzt verhalten und was ist jetzt richtig? Auch so ein Stück weit hilflos. Können Sie das so ein Stück weit nachvollziehen oder wie gehen Sie damit an der Schule um? Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich habe da auch schon sehr, sehr häufig überlegt, wie reagierst du in der einen oder in der anderen Situation. Für mich ist es wichtig als Schulleiter oder für mich ist es auch wichtig von meinen Kolleginnen und Kollegen zu verlangen oder die Botschaft rüberzubringen, wir müssen immer versuchen, mit gerechtem Maß zu messen. Wir müssen loben, wenn ein Lob erforderlich ist oder wir denken, ein Lob an dieser Stelle ist angebracht und wir müssen tadeln. Unabhängig davon, wo kommt der Schüler her oder wo befindet er sich. Und das, was ich gemerkt habe in meiner über 30-jährigen Lehrertätigkeit, Schüler haben ein unwahrscheinlich hohes Gerechtigkeitsgefühl und verlangen auch Gerechtigkeit von denen, die an irgendwelchen Stellen Gerechtigkeit ausüben. Und das ist eigentlich ein schöner Ansatz für Erziehung oder Bildung in der Schule, kann ich mir vorstellen. Wenn ich noch mal ganz kurz zurückkommen darf auf das, was Sie gesagt haben, wir sprechen ja auch darüber, dass in Deutschland zu wenig Kinder da sind, über geburtenschwache Jahrgänge und so weiter. Und wir bringen schon auch manchmal die Botschaft drüber, das mache ich auch in meinem Biologieunterricht. Allerdings, so wie ich das jetzt so für richtig erachte, wenn wir miteinander gemeinsam leben und uns entwickeln und gesellschaftlich vorankommen wollen, dann ergeben sich da natürlich auch eine ganze Menge zwischenmenschliche Beziehungen daraus und dann ergeben sich daraus auch Lebenspartnerschaften und das führt dann letztendlich auch sicherlich zu Familienzuwachs und ich denke, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, wenn es so wäre, weil es ja tatsächlich so ist, dass bei einer Fortpflanzungsrate von 1,4 Kindern pro Ehe es wirklich Not tut, dass wir in dieser Richtung vielleicht ein bisschen fleißiger werden, sage ich jetzt mal. Insofern fand ich den Gedanken von dem Schüler nicht schlecht, weil ich glaube, da haben wir mal in irgendeinem Biologieunterricht drüber gesprochen. Und dann habe ich mal irgendwo gesagt, seid doch nur froh, dass so viele Menschen hier sich zusammenfinden und miteinander leben und ihr Leben in der Hand nehmen und gestalten. Und wenn wir dann den Zuwachs haben an Personen, an Bürgern, dann ist es irgendwo doch eine gute Sache. Das ist schön für uns, mal so mit einflechten. Schön für uns zu erfahren, dass Sie da im Biologieunterricht Aufbauarbeit leisten, um das mal auf der Ebene zu kommentieren. Aber vielleicht doch, ehe wir uns den dritten kleinen Filmbeitrag anschauen, nochmal ernsthaft. Es gibt ja trotzdem auch verschwindend gering, aber es gibt ja Schüler, die durchaus auch einer integrationsfeindlichen Haltung nahestehen. Die teilweise Schüler, die Parolen wiedergeben und man merkt genau, die geben die nur wieder. Aber es gibt auch schon Schüler, die durchaus mit eigener Überzeugungskraft, auch in dieser Klasse gibt es ja zwei, drei, die durchaus auch durch ihr Aussehen schon dokumentieren, ich bin anders und ich habe die und die Überzeugung. Tolerieren Sie soweit, solange die still sind oder versuchen Sie da aktiv immer wieder dagegen zu gehen als Schule? Also wir hören uns das an und versuchen dann mit entsprechenden Argumenten unsererseits dagegen, ich sag mal, anzugehen. Aber ansonsten, ich erlebe das auch da und dort mal nicht so sehr häufig, in den letzten Jahren sehr, sehr selten, muss ich sagen, dass dann auch offen und ehrlich gesagt wird, das ist die Meinung, die wir vertreten, unsere Familie, und dazu stehe ich auch. Ich meine, so einen jungen Menschen kann man in dem Moment nicht bekehren. Das muss man dann tatsächlich vielleicht über bestimmte Aktionen oder über bestimmte andere Maßnahmen dann versuchen, in irgendeiner Form dann dort Einfluss zu nehmen. Das ist schon hin und wieder mal so und das muss man ganz einfach auch so sagen. Das wollte ich bloß nochmal erwähnt haben, weil wir nämlich jetzt im dritten Filmausschnitt uns mit einer ganz anderen Sichtweise beschäftigen. Und zwar, die Schüler haben eine Reise nach England gemacht und da war mal interessant zu fragen, wie sie sich als deutsche Schüler in England wahrgenommen fühlen. Und da haben wir interessante Antworten bekommen. Die schauen wir uns jetzt mal an.
Noch an meiner alten Schule sind wir nach England gefahren und sind dann halt durch die Stadt, also durch London sind wir halt gelaufen und uns halt die Sitzwürdigkeiten angeguckt und haben natürlich auch Deutsch gesprochen. Und dann kamen solche älteren Herrschaften, also Engländer, kamen uns vorbei und haben uns schon so angeguckt. Komisch, das weiß ich noch ganz genau. Und dann haben wir so, also seid ihr die Minderheit in dem Moment gewesen? Ja, so in der Abend. Das ging ja dann noch weiter. Dann sind wir schon weitergegangen. Dann kamen wieder ältere Leute und haben uns gehört, dass wir Deutsch sprechen. Und dann haben wir gesagt, Nazi, Nazi, Nazi. Ja, das war bei uns dieses Jahr in England genauso. Mhm. Wir sind aus der U-Bahn raus oder wollten dann in die U-Bahn rein. Und da kam uns ein alter Typ entgegen und hat uns gefragt, ob wir ihm was abkaufen möchten. Da haben wir ihm höflich Nein gesagt. Und da ist er zu unseren Mädchen gegangen und hat wieder gefragt, ob sie ihm was abkaufen möchten. Da haben sie auch höflich Nein gesagt. Und dann ja, kamen solche Wörter wie, ja, ihr deutschen Faschisten, ihr blöden Nazis. Und da haben wir halt auch ein bisschen was gesagt, jetzt nichts so Schlimmes. Ja, da kam dann solche Wörter, ja, wie Adolf Hitler, Sieg Heil oder ja, ihr blöden Nazis. Angenommen, nach 20 Jahren oder 30 Jahren würde kein Deutscher mehr eine rechte Meinung haben, also würde es jetzt sich extrem anpassen, halt ein Ausländer. Und die Deutschen würden halt nach England oder so, halt also Großbritannien machen, würden sie trotzdem noch irgendwelche dummen Sprüche bekommen wie Rechter oder sonst was. Also, angenommen, Deutschland würde sich komplett integrieren mit sonst wen. Würde trotzdem im Ausland trotzdem noch schlecht geredet über Deutschland. Ich finde, weder ein Ausländer, der hier in Deutschland lebt, sollte sich schämen, Ausländer zu sein oder für Hautfarbe irgendwas anderes. Und genauso wenig sollten das die Deutschen machen. Es sollte sich keiner schämen, dass er entweder hier lebt, hier aufgewachsen ist, hier schon jahrelang eine Familie hat oder erst vorletzte Woche hergekommen ist. Ist doch egal. Jetzt haben wir gerade gesehen, wie die Schüler in England ja erstmal merkwürdigerweise mit etwas konfrontiert sind, für das sie nun wirklich nichts kennen. Aber so merkt man auch mal, dass im Ausland pauschalisiert wird und dass auch dort Vorurteile vorherrschen. Aber das ist natürlich nicht nur der Eindruck, mit dem die Schüler zurückgekommen sind. Ja, hätte ich, wie haben die Kinder erzählt, als sie zurückgekommen sind in die Familien? Wo haben die Kinder dort gewohnt? Erzählen Sie mal ein bisschen. Sie haben ja da hautnah Erfahrung damit gesammelt. Mein Sohn war selbst mit gewesen. Er hat jetzt in einer schwarzen Arbeiterfamilie gelebt, gewohnt in der Zeit mit 4 Kindern von unserer Schule. Die Familie hatte selber noch 3 Kinder gehabt. Am Anfang hatte man dann schon Vorurteile, aber im Nachhinein hat man gesagt, es war alles top gewesen. Das Familienleben hat gestimmt, die Umgebung hat gestimmt, man hat sich um sie gekümmert, man hat ihn früh zu ihren Standorten gefahren und so. Da sind einige Vorurteile weggegangen. Andere haben eben bei Familien mit indischen Vorkommen gewohnt oder Herkunft. Das ist genauso gewesen. Man hat sich dann irgendwo engagiert und es sind viele Vorurteile gefallen bei den Kindern. Also man hat es eben hautnah gespürt, dass es auch anders geht. Das, was der Ärztlichkeit vor ganz am Anfang schon sagte und was Herr Freud, deswegen jetzt gleich Sie nochmal, solche Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen, das heißt natürlich auch immer mal die Schule zu verlassen und woanders hin in andere fremde Kulturen einzutauchen. Das ist so ein bisschen so ein Highlight immer für so eine Schulklasse. Wie könnte man sowas verstetigen an so einer Schule? Also ich sag mal so, wir haben das schon verstetigt, weil diese Englandreise, das ist schon ein bisschen Tradition. Das stemmen wir nicht jedes Jahr, aber alle 2 Jahre. Richtig als Sprachreise mit entsprechenden Aufgabenstellungen für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt also, die müssen neben vielen Erlebnissen auch ein bisschen Inhalte dann mitbringen. Und das wird dann auch entsprechend in Unterrichtsfächern ausgewertet. Wir haben eine Partnerschaft mit einer deutschsprachigen Schule in Tschechien, seit 1995 richtig mit Partnerschaftsvertrag untersetzt. Das heißt also, wir pflegen regelmäßigen jährlichen Partnerschaftsaustausch mit Unterricht im anderen Land. Wir haben einen Tschechischkurs eingerichtet, so einen Anfangskurs für die Klassenstufe 5 und 6, den Lehrerinnen und Lehrer unserer Partnerschule übernehmen. Also wir sind da schon sehr rege, wir waren auch schon mal involviert in einem Comenius-Projekt und haben da über 2 Jahre auch da sehr, sehr intensiv gearbeitet. Wir haben uns auch in jüngster Vergangenheit
um Teilnahme an Comenius bemüht, was aber nicht ganz geklappt hat, müssen wir mal sehen. Vielleicht kommen wir noch mal in den Genuss, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die bei den Schülerinnen und Schülern sehr, sehr viel bringt und die natürlich auch ein Stück weit Erfüllung unserer Schulkonzeption oder unseres Schulprogramms darstellt. Aber trotzdem muss man sagen, also so wie Sie es schildern, waren Sie schon erstmal sehr überrascht zu sagen, da wird man auf der Straße plötzlich so wie, ja, wir haben doch mit Adolf Hitler nichts zu tun und mit Nazi, was ist, das ist ja überhaupt nicht unser Leben. Und werden trotzdem mit dieser so Erbschuld der Deutschen belastet. Das verwirrt doch auch so einen jungen Menschen, Herr Erzigkeit. Ja, so dick die Welt. Das ist die Besonderheit, mit der wir leben, auch als Nachgeborene, wie Helmut Kohl sagte, mit der Gnade der Spätgeburt. Aber die Geschichte ist verlaufen, wie sie verlaufen ist. Und diese Ressentiments, die wirken noch lange nach, weil es ist auch eine große Schuld, die damals in 33 bis 45 auf sich geladen wurde. Und deshalb sind ja die Bemühungen in Deutschland besonders groß, politisch korrekt dazustehen, wahrscheinlich größer als anderswo. Und bestimmte Kleinigkeiten werden härter gewogen als anderswo. Aber das soll auch so sein, weil es soll sich so entwickeln, wie Sie jetzt geschildert haben, durch Partnerschaften, durch Kennenlernen, soll gegenseitiges Verständnis entstehen. Es gab ja mal einen Augenblick vor 6 Jahren inzwischen, als in Deutschland die Fußballweltmeisterschaft stattgefunden hat. Gab es wohl patriotische Aufwallungen in Deutschland, die aber im Ausland sympathisch wahrgenommen wurden. Und man sagte speziell auch die Engländer, ne, die der Beurteilung immer sehr direkt sind. Die sagten, oh, schaut an, die Deutschen können sogar feiern und können tolle Gastgeber sein. Das hat aber leider keine 6 Jahre angehalten. Es ist nicht die Leichtigkeit daraus erwachsen, die man sich als toleranter, weltoffener Mensch wünscht. Insgesamt hat da wieder Rückschritte gegeben. Insgesamt ist natürlich in den letzten 60 Jahren da sehr viel geschehen, aber die Leichtigkeit des Sommers 2006, Sommermärchen, ne, ich sage mal Stichwort für alle Fußballfans, die hat sich nicht in der Weise fortentwickelt, wie man es sich hätte wünschen können. Das muss man wissen, muss man als junger Mensch wissen, dass man an diesen historischen Ereignissen gemessen wird. Spielt ja auch eine Rolle im Geschichtsunterricht und oftmals wird ja auch noch die Meinung vertreten, was sollen wir jetzt? Es sind so viele Jahre ins Land gegangen, wieso müssen wir uns mit dieser Sache auseinandersetzen, beschäftigen? Ich denke, das unterstreicht hier sehr deutlich, dass man es sowohl muss und deswegen kann ich Ihre Worte nur unterstützen. Das ist vielleicht auch ein ganz guter, sozusagen, Schlussreigen hier, wenn man sagt, wir müssen uns der Geschichte bewusst werden, auch junge Leute immer wieder an die Geschichte erinnern und mitnehmen. Wir müssen aber auch darauf achten, dass wir junge Leute auf ihren Wegen mit Informationen versorgen. Ein Geschichtsunterricht ist ein Weg, aber wir haben gelernt, Internet ist der andere. Haben aber auch, Sie haben es ja vorhin nochmal kurz erwähnt, das Problem mit dem Internet, dass da viel anonym passiert. Also insofern das Lob nochmal an die Klasse, sich offen und frei dieser Diskussion zu stellen und wirklich miteinander zu reden. Daran merkt man, dass das Zusammenleben auch viele Potenzen nach außen bringt und man da nicht mehr voreinander Scheu haben muss, auch mal Kritik zu üben, aber man kann darüber reden und das ist der erste Schritt, sich zu verstehen. Wir haben aber auch in der Runde ein Stück weit mitbekommen, Herr Hettich, dass die Eltern da noch, ja, so ein bisschen zwischen den Seilen hängen, sage ich jetzt mal. Einerseits der Wunsch, da was zu tun, da hat Herr Voigt vielleicht auch vorhin schon mal eine Idee aufgegriffen, aber andererseits fällt es Ihnen dann schwer, sozusagen die Vereinzelung der Elternhäuser aufzubrechen und da so eine homogene Masse, sage ich jetzt mal, zusammenzubringen, die sich mit dem Thema beschäftigen will oder auch beschäftigen kann, wenn man sie denn irgendwann im Ort vereint. Und da setzt wieder vielleicht die Verantwortung der hier in Ostthüringen der Medien ein, wo wir die Ostthüringer Zeitung haben, die dann natürlich Hintergründe aufzeigen kann, auch mal partiell bestimmte Dinge aufgreifen kann. Aber hier
das wollen wir nicht vergessen, so ein kleines Versprechen in die Luft gegeben wurde und vom Herrn Voigt schon weitergedacht wurde. Wenn es denn da Möglichkeiten gibt, so eine Chance, so einen Einstieg zumindest zu begleiten für so eine Schülerzeitung, da auch tatkräftig mal an einem Projekt mitzuwirken. Das haben wir ja heute schon ganz gut besprochen. Vielleicht kann man es auch ein bisschen wirklich ein bisschen mehrsprachig dann gestalten. Ja, dann hätten wir noch einen größeren Highlight. Die Europaschule ohnehin ein guter Ansatz. Alles kann in der Zeitung allerdings auch nicht. Ne? Also wir können Öffentlichkeit herstellen, wir können Mittler sein. Und ich muss aber auch nochmal die Eltern in Schutz nehmen, weil ich finde es nicht so schlecht, wenn er eigentlich sagt, die Eltern kümmern sich zuerst um ihr Kind. Das ist natürlich ihre Pflicht. So, und wenn sie es gut machen, dann ist das auch schon mal der allererste Schritt und der wichtigste Schritt. Wenn sie es in dem Sinne machen, wie meine Mutter immer gesagt hat, im goethischen Sinne, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wenn das im Elternhaus dieser Erziehungsgedanke trägt, und dann ist der zweite Schritt die Vernetzung mit anderen. Aber wenn dieser erste Schritt getan wird, ist der halbe Weg schon geschafft. Vielleicht gibt es als Schlusswort ein Wort eines Schülers auch aus dieser Gesprächsrunde. Wir sind alles Menschen und der Planet ist für uns alle da. Und wenn uns das weiter begleitet, dann werden wir den Blick auch in die Ostschule immer mal wieder wenden und vielleicht die nächste Runde hier mit Schülern haben mit Lehrern und mit Eltern. Und wenn das dann die erste Ausgabe der Schülerzeitung gibt, kann man die ja dann auch vielleicht in der Ostthüringer Zeitung erwähnenswert nachlesen oder als Projekt begleiten. Da sind wir bereit. Danke, dass Sie hier waren bei der Gesprächsrunde. Ich danke Ihnen zu Hause, dass Sie uns zugeschaut haben, und wir haben auch für Sie zu Hause. Es ist kein Schulproblem, kein Elternproblem, kein öffentliches Problem. Es ist unser aller Problem, mit dem wir umgehen müssen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wenn das Ihr Leitspruch ist, dann wird das Zusammenleben gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.